Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute gibt's mal wieder ein bisschen Hearthstone-Action, ja. Ihr seht's hier schon, ich hab schon, beziehungsweise hab vor, mal wieder ein Pack-Opening zu machen und hab hier sieben Classic-Packs und drei GVG-Packs mal wieder geholt von meinen 1000 Gold, die ich mir so angespart hatte. Schauen wir mal rein, machen wir das erste Päckchen auf und gucken gleich mal, was da drin ist. Ja, wir haben eine blaue Karte und zwei blaue Karten. Wen haben wir denn da? Einmal den gesegneten Champion, verdoppelt den Angriff eines Dieners. Dann haben wir die Stille, den fleischfressenden Ghoul und Ghoul meine ich natürlich. Und lass die Hunde los für den Jäger. Was haben wir da noch? Das Mana-Flut-Totem. Zieht am Ende eures Zuges eine Karte, eine Schamanenkarte. Gut. Machen wir weiter, machen wir gleich das nächste Päckchen auf. Bin gespannt. Es wird mal wieder Zeit für ein Legendary, würde ich sagen. Hier ist erstmal nichts Besonderes drin. Machen wir die mal alle auf. Eisbarriere, Zauberbrecher, Wächter der Mogushan, innere Wut und die seltene Karte ist da der Tiefenlicht-Orakel. Okay, eine Murloc-Karte. Ich glaube, die habe ich aber schon. Okay, jetzt wird es Zeit mal für ein GVG-Pack. Mal gucken, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Bis jetzt ja noch nichts Gutes drin gewesen, so wirklich. Oh, da ist eine Epic. Da ist eine Epic. Schauen wir mal nach, was haben wir sonst so? Schiffskanone, Spinnenpanzer, das Knistern und den verirrten Weitschreiter. Und das hier ist der Rüstmeister. Oh, das ist richtig nice. Der fehlt mir nämlich noch, den habe ich erst einmal. Und damit kann ich mir jetzt ein relativ gutes Paladin-Deck bauen. Denke ich, mir fehlt eigentlich nur noch Tyrion, also diese Paladin Legendary, damit ich da wirklich alle... Oh, das ist ein Legendary. Das ist ein Legendary und das war ein Classic-Pack, ne? Mal gucken, vielleicht ist es ja Tyrion. Oh, und noch eine Epic dazu. Eine Epic. Was ist es denn? Der Zauber oder beziehungsweise Zauberformerin Geheimnis. Wenn euer Gegner einen Zauber auf einen Diener wirkt, ruft ihr einen Diener 1-3 als neues Ziel herbei. Okay, sieht man, glaube ich, selten, oder? Also habe ich noch nicht so oft gesehen. Und was ist das jetzt hier? Oh Gott, König Muggler. Super, den habe ich schon. Weiter geht's. Ja, den habe ich leider schon, wie gesagt. Bringt mir jetzt nicht so viel, aber 400 Staub, glaube ich, sind es mehr, wenn man den disst. Okay, weiter geht's, nächstes Classic Pack. Was haben wir da? Eine seltene Karte und... Ne, noch ein Legendary. Wie nice ist das denn? Wie nice ist das denn? Mal gucken, ist es wieder König Muggler? Ich bin gespannt. Einmal Frostelementar, einmal Erdschock, einmal den jungen Drachenfalke. Schauen wir uns mal die seltene Karte an. Was haben wir da? Nochmal den gesegneten Champion. Hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal. Ne? Verdoppelt den Angriff eines Dieners. Und hier haben wir den Illidan Sturmgrimm. Das ist doch eine nette Karte eigentlich. Aber auch den sieht man eigentlich relativ selten. Ne? Aber ich glaube, ich werde ihn behalten. Den habe ich nämlich noch nicht. Beschwört jedes Mal eine Flamme von Azinot 2-1, wenn ihr eine Karte ausspielt. Kann man, glaube ich, ganz gut so in bestimmten Hexerdecks oder sowas verwenden. Okay, machen wir mal wieder GVG-Pack auf. Gucken wir mal. Oh, eine Epic-Karte wieder. Und eine, oh, was ist denn heute los? Zwei seltene und eine Epic. Schauen wir erstmal die anderen Dinge an. Wir haben die Schiffskanone und das Siegel des Lichts. Okay, dann gucken wir uns die beiden Karten hier an. Die Teufelskanone, doppelt. Super, die ist auch totaler Crap. Fügt am Ende eures Zuges einem Nicht-Mech 2 Schaden zu. Nicht-Mech 2 Schaden zu, da zählen nämlich auch die eigenen zu. Und das kann halt ein bisschen nervig sein. Was haben wir hier? Echo von Medivh. Okay, erhaltet eine Kopie jedes befreundeten Dieners auf die Hand. Gut, jetzt haben wir noch drei Classic Packs. Fangen wir mit dem mal an. Und dann noch ein GVG Pack. Ach, schon zwei Legendaries, ne? Echt nice. Manchmal kriegt man keine. Oh, eine goldene Karte. Die sind natürlich auch immer nett. Kann man dann dissen, gibt ein bisschen mehr Staub. Oh, den Sonnenläufer, den habe ich schon doppelt. Und hier haben wir noch eine goldene Karte. Den tödlichen Stoß für den Krieger. Okay, wir haben noch... Wir machen noch ein Classic Pack jetzt. Ja, da unten ist die seltene. Sonst nur... Ist nichts Dolles drin hier in dem Pack. Die Waffenschmiede, Eiskältefalle, Beutehamster und die Sprengfalle. Und was haben wir da noch? Den Murloc-Gezeitenrufer. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe. Murloc habe ich noch nicht so viele, beziehungsweise noch nicht alle. Könnte gut sein, dass der neu ist. Was haben wir hier? Ah, noch eine Epic. So nice heute.
Das läuft, das läuft. Da haben wir einmal die Teufelswache als seltene Karte. Sport, Kampfschrei. Zerstört einen eurer Mana-Kristalle. Und als epische Karte die zornige Vergeltung. Die habe ich schon doppelt. Aber das macht nichts. Können wir auch entzaubern. Gibt ein bisschen Staub. So, das letzte Pack. Was haben wir? Eine seltene. Und was ist das hier? Nix. Nix, nix. Den wirbelnden Zappomat, den Spinnenpanzer, die Dunkelbombe. Was ist das? Eloxiertes Robobärchen. Eloxiertes, ja. Was haben wir für eine seltene Karte? Die Schildmaid. Ah, das ist nice. Die habe ich auch erst einmal gehabt, glaube ich. Gut. Ja, war doch ein ganz nettes Pack-Opening. Zwei Legendaries. Was willst du mehr? So kann's beim nächsten Mal weitergehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.